Sind wir ready? Laura, stop! It's dangerous! Laura, no! Please stop! Come back! Bitte, komm zurück! Geht direkt los! Man muss es doch noch ein bisschen langsamer machen, und schon ist das so einfach. Warte, da ist eins. Hä? Oder hinter der Tonne? Ah ja, hinter der Tonne, ja. Oder war das ein Käfer? Hier ist ein Käfer. Die Musik! Darf ich heute nochmal bonken? Du willst jetzt, während einem Horrorstream, die ganze Zeit das Bonk-Emote schreiben, was alle nervt außer dich, inklusive mir? Ich hab dir nur kurz die Situation beschrieben. Also was glaubst du? Du hast, also vor Gott, wirklich. Wenn du süchtig danach bist, dann ist das ein Problem. Es kann nicht sein, dass so ein sinnloses Ding du das Bedürfnis hast zu machen. Das kann nicht sein. Hallo Maure Dieven, hallo Jay, hallo Fast Guy. Meine Bossbox hat sich angefühlt. Da ist es deiner, da muss ich hin. Und letztes Mal bin ich gerannt und draufgegangen. Vielleicht heute nicht. Checken erstmal alles. Ich will nicht überrannt werden von hinten. In Autos auch manchmal was, weil man die zerbrechen kann. Ich glaube noch, ich habe da noch nie was gefunden. Weil so viele sind es gar nicht. Oh. Das sind Kotzer, aber, oder? Was? Ach ja, die zerbrechen doch, ey. Ich dachte irgendwie gerade, ah, nee, das ist keiner, der zerbricht. Warum auch immer. Hallo Stefan.
Der Horror wird ganz gut weggecancelt. Ich zock nebenbei Animal Crossing. Hey, hey, whatever floats your boat. Man kann auch Animal Crossing gruselig machen, was ich da manchmal für Zimmer gesehen habe von Leuten. Stefan, du willst mir deine shiny Affen geben? Ich nehme keine Shinies von anderen an. Ich will alles selber shiny hunten. Sonst macht doch shiny hunten keinen Sinn. Aber dankeschön. Master James. Weiß man eigentlich, warum die zwischendrin so stehen bleiben und ihr Kopf so abgeht? Das Signal verlieren? Es macht sogar Sinn, dass sie das Signal verlieren vom großen Doggo, der sie kontrolliert. Scheiße, wieder mal gar nicht so schwer, wenn man nur langsam spielt. Da ist ein Krabbler und da hinten steht, glaube ich, noch was. Ei, gute wie. Was? Kennt ihr das? Jemand schenkt euch ein Abo und ihr bekommt das nicht mit? Ja. Einfach ignorieren. Ich habe nicht bemerkt, dass dir jemand eins persönlich geschenkt hat. Aber gestern hat Phil 10 Subs, glaube ich, verschenkt. Gestern? Vorgestern? Wahrscheinlich warst du damit dabei. Wo kam die Hose her? Wo? Ich habe alles abgeschaut. Ist sie von oben runtergedroppt wegen der Jukebox? Muss doch. Die waren nicht da. Die kann sie nicht so gut versteckt haben. Übrigens heißt dieser Gegner nicht Hose, sondern Mannequin. Weil es quasi zwei Mannequins aufeinander gesteckt sind. Elli, dankeschön für deine 11 Monate Prime. Dankeschön. Ich will ein Safe jetzt. Mir alles zu wild wieder. Ich mich an den Schulbus erinnern. Hallo Phil. Ein menschliches Girafarik? Achso, wegen vorne und hinten. Muss ja aufstehen. Die Schwester hin. Ach, Hose. Ah, ich habe nicht genau geguckt. Ich hätte schwören können, ich habe genug geguckt. Da saß da einfach die Hose. Hier saß sie. Dabei habe ich sogar geguckt, ey. Jetzt hier ein bisschen eng. Oh.
Warum ist der so lang, der Stock von der? Es reicht. Es reichte. Da geht's raus, aber ich will noch Zeug. Nicht allein? Ja, genau. Bitte? Gerade, wenn man null Ahnung hat, wohin. Zum Licht? Okay, nein. Manchmal gibt es so Reflexionen, die keinen Sinn ergeben. Und ich denke, das ist ein Item. Wichtig, wichtig. Aber, okay, jetzt habe ich das Gefühl, da geht's lang. Da hinten war noch was. Ich dachte, da hinten muss ich lang. In Wirklichkeit ist es nur ein kleiner Vorsprung, wo nichts ist. Gut. Und wie immer den Lichtern hinterher. Leila, du warst doch gestern, hast du schon gemacht. Dankeschön. Leila, das hast du gestern schon gemacht. Randale. Okay, was war heute? Ich habe den Plan nicht auswendig. Was war heute? Gestern habt ihr Kürbisse geschnitzt. Hallo Jule. Gestern habt ihr Kürbisse geschnitzt. Heute hast du mit Jule... Was habt ihr mit Jule gemacht? Makes you cry. Hallo. Hallo Intermenius. Hallo Deadleath. Grüßt euch, grüßt euch. Dankeschön, Destroyer. Hallo. PNP. Das war und tolle. Ernsthaft? Und dann, ihr macht fettes PNP und dann raidet ihr mich? Vielen, vielen Dank. Hallo, Kokuma. Hi, herzlich willkommen. Ich bin Pokémon-Streamer, wie man sieht. Wir sind auf Shiny Hunt. Wir suchen eklige kleine Hosen. Aber wir wollen, dass sie eine andere Farbe haben. Deswegen renne ich immer wieder in die gleiche rein und sterbe. Nur damit sie hoffentlich irgendwann glitzert. Wir verfolgen gleichzeitig auch ein kleines Mädchen. Ich weiß auch nicht, was mit James los ist, dass er unbedingt dieses Mädchen retten will. Ich würde sie einfach ins Verdämmnis laufen lassen, aber okay. Leila, dankeschön. Pokémon-Streamer mit Realitätswechsel in Silent Hill. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe irgendwie nach einem Pokémon-Spiel gegriffen. Und dann habe ich irgendwie Silent Hill genommen und in die PS5 eingelegt. Da sind zwischendrin ein paar Schritte schiefgelaufen. Nee, ich spiele Silent Hill 2.
nachts hier, bis ich durch bin damit. Ich bin, glaube ich, 50% durch. Nach 10 Stunden, 11 Stunden. Und das ist ein sehr gutes Spiel. Wenn ihr große Spiele mögt, ja, das ist wirklich sehr gut. Ich spiele es sehr langsam, was, glaube ich, unterstützt, dass es wirklich creepy ist. Ich habe damals schon das Original gespielt und geliebt. Und sie haben es wirklich sehr gut modernisiert. Es ist natürlich nicht das Gleiche, aber es ist, die Stimmung ist die gleiche. Es ist wirklich, man fühlt sich sehr hilflos. Es ist super creepy und man sieht nichts die ganze Zeit. Hallo Prani. Also jetzt übertreiben sie ein bisschen. Ich gehe mal an der Wand entlang. Nö. Jetzt ist das Licht noch mehr aus. Ich mache für euch mal lauter, okay? Braucht's das? Was ist denn das? Wie oft bist du bisher gestorben? Ich glaube nicht so oft. 4-mal. Und wie ein gutes Horrorspiel ist es wieder nichts, sodass, wenn es dann was ist, einen echt überrascht. Ist dein Ernst? Du gibst mir so einen krassen Raum und da ist einfach nichts. Die Schweine. Laura? Ich muss hinter jede Ecke gucken. Ihr denkt euch vielleicht, warum spielt der so langsam? Weil hinter jeder Ecke aber so ein dummes Viech stehen kann und einen von hinten angreift, wenn man nicht jede Ecke checkt. Und ich weiß jedes Mal, ich sehe das Viech hinter der Ecke stehen und trotzdem springt es hervor und kriegt mich irgendwie, obwohl ich es gesehen habe. Einen hosenreichen Abend alle zusammen. Ja. Ich habe den letzten Bot auf YouTube, diese Hosen machen mich fertig genannt. Es sind zu viele. Gerade eben schon wieder eine. Ich habe genau da hingeguckt und da war nichts. Aber sie hat sich so krass in der Ecke rein versteckt. Das war so gut. Er, der nicht kühn genug ist, den Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte. Dort ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Actually, das heißt Schraubenzieher, weil man die Schrauben rauszieht. Dieser Gang. Was war mit diesem Gang los? Vielleicht wäre doch was gewesen, wenn ich wieder zurückgegangen wäre. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist da einfach ein hell erleuchteter Raum. Was? Achso, ist nur ein Käfer. Nur ein Käfer. So wie Filz. Nur 49 Monate subscribed hat. Vielen, vielen Dank für 49 Monate. Der nächste Kill geht auf dich. Wenn denn wieder was mal kommt. Da kommt was. Daneben, James. Daneben. Ich gebe dir einen epischeren Kill, okay? Dankeschön, Filz. Du
ist das? Wo ist das? Wo ist das? Was? Wo ist das? Was? Wo? Da drin. Was ist der Unterschied zwischen... Also ich weiß, die schwarzen Krankenschwestern sind schwächer. Es muss bestimmt einen geilen Namen geben, den die dann haben. Krankenschwester und die heißen... Toxic-Krankenschwestern. Der ist für dich, Filz. Oh mein Gott, ich sterbe. Wenn ich sterbe, darfst du nie wieder subben. Dann habe ich dich enttäuscht. Nein. Ist die Straße so breit? Ich muss alles checken. Moment, die ist irgendwo rausgekommen. Ja! Es ist das Gleiche. Jedes Mal. Ich sehe sie. Ich denke mir, okay, warum sollte hier ein Raum sein ohne Hose? Das kann nicht sein. Warum sollte hier ein Raum sein, in den ich gelockt werde und dann ist da keine Hose? Dreh mich um, sehe die Hose, denke mir, ah, da ist eine Hose, die wird mich jetzt gleich angreifen, weil ich sie gesehen habe. Sie macht... Ich mach... Aber sie hat mich nicht erwischt, oder? Weil ich einfach panisch geschossen habe. Was nicht gut ist. Ich muss meine Munition... Wobei, ich habe echt viel Munition. Hohoho. Erschreck mich nicht. Hallo? Was? Ja. Yeah. Willst du sehen? Seine Krankenschwester sehen, die auf mich zukommt. Oh mein Gott, wie war Sport? Nein, Sport? Wie war Sport? Hast du Krafttraining dann mitgenommen? Nein. Sie wollte erst angreifen, als du sie sahst. Ja, das ist echt krass, wie es gibt ein bisschen... Was ist hier? Es gibt bis jetzt drei verschiedene Gegner, ne? Krankenschwestern, Hosen und Kotzer. Die Kotzer können kriechen auch. Dreieinhalb. Und obwohl ich jetzt schon echt gegen viele gekämpft habe, ich meine, ich habe ja 75 Gegner allein mit der Waffe umgebracht, laut der Trophäe. Inzwischen wahrscheinlich 90. Die verhalten sich alle so random. Die greifen alle ähnlich an, wie man es kennt, aber sie sind random. Manchmal übersiehst du eine Hose und sie greift dich an. Manchmal, wie gestern auch oder gerade, musst du die Hose erst sehen, dass sie dich angreift. Ich bin gestern ewig lang in so einem Raum durchgegangen und da war kein Gegner. Ich bin da mindestens 5-mal durch diesen Raum gegangen und irgendwann sehe ich zufällig die Hose und zack greift sie mich an. Obwohl ich an ihr 10-mal vorbeigerannt bin. Also der Rhythmus, in dem die angreifen, ist auch super random. Du kannst dich nicht an den Rhythmus gewöhnen von denen. Warte. Weil der immer so leicht anders ist. Du musst wirklich darauf achten, wie sie sich bewegt und was sie macht. Und einfach super vorsichtig sein und schlagen, ausweichen, schlagen, ausweichen. Dieser Raum gerade, ich dachte mir wirklich, okay, gehen wir in den Raum rein, klar, da wird irgendwas drin sein. Und dann als ich da drin bin und das Leben aufhebe, denke ich mir, Moment, warum sollte hier jetzt nicht noch was sein, wenn die mich hier reinlocken? Es ist nie umsonst, dass man
Munition oder irgendwas bekommt. Dreh mich um und dann sitzt sie da einfach. Wie immer. So rauskommen? Ich will da drin nicht kämpfen. Komm raus. Das geht. Oh geil, okay, das ist schlecht gemacht. Ich sehe noch nicht mal eine Scheibe. Okay, das ist der erste richtige dumme Fehler, den ich entdeckt habe. Also das sollte möglich sein. Die härtesten Laminellen, die jemals produziert wurden von einer... von irgendeiner Stahlgesellschaft, die kugelsichere... Wie heißt die Dinger? Jalousien erstellt. Es war so klar, dass rechts eine wartet. So krabbelst du noch. Stehst du wieder auf? Das war so klar. Ich dachte mir schon, okay, wenn ich hier um die Ecke stehe, dann steht die hier so. Aber die hat zum Beispiel nicht gewartet. Die hat nicht gewartet, bis ich um die Ecke komme, sondern die hat auf Sound reagiert. Weil ich glaube, Hosen stehen immer irgendwo versteckt. Die können nicht einfach nur rumgehen. Sind immer an der Wand, unter einem Tisch, in so einer Ecke. So eine Ecke. Ja, die Geräusche sind ein bisschen wie Klicker, aber auch wie aus The Grudge, Ju-On. Das Monster aus Ju-On, was was die halt machen. Dann lenken sie einen mit diesen Käfern ab, ne? Aber vergesst nicht, das Spiel ist viel älter als Last of Us. Ob es älter als John ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich um die Ecke gucken. Der Käfer. Ja. Ein Käfer? Käfer sind nur da zum Ablenken. Da ist Krankenschwester. Hast du mich gesehen? Und eine Hose. Die Hoffnung ist, dass sie alle in der Tür stecken bleiben. Kann ich wieder zurück, bitte? Das ist jetzt richtig, richtig kacke. Die lebt noch. Die gute Schrotflintenmunition. Und ich wette, ich habe nicht alles aufgeweckt. Mit wie vielen Hosen würdet ihr es aufnehmen können? Keine. Ich werde weinend mich in eine Kugel formen und einfach warten, dass es vorbei ist. Das Witzigste ist, wenn man eine Hose findet und sie steht einfach nur da. Sie reagiert nicht und du kannst sie einfach abschießen, weil du in dem perfekten Winkel sie gefunden hast, Ilse. Wo ist sie? Wo ist etwas? Da hinten? Du fällst hier drüber? Okay. Ja.
Wie schreibe ich Witze in ein Skript, wenn ich nicht lustig bin? Ich frage für einen Freund. ChatGPT. Just be funny. Skill issue. Ist das beides der gleiche Ausgang? Wo soll ich wohl hingehen? Ich höre schon wieder was rumstapfen, ey. So, du, dir geht's nicht gut. Okay, ich heil dich schon. Okay, ich glaube sogar, ich muss da. Oh ne, wobei. Wenn dann, ich glaube, da muss ich rein. Da ist wieder eine Jukebox, die wahrscheinlich mich erschrecken wird. Okay, was haben wir hier? Käfer. Käfer, komm her. Lenker. So. Ja. Na und schon hört das Radio auf. Dieses Ablenkungsmanöver hier. Aber Hosen machen das Radio nicht an. Joke-Diff. Wurdest du auf Jokes genervt? Guck dir Videos an. Wie machen die Leute Witze? Mach's nach. Zockst du auch andere Horror-Games, à la Until Dawn, The Quarry, Dark Pictures Anthology? Anthology? Alle gespielt. Außer The Quarry. The Quarry habe ich aber auch runtergeladen. Guckst du? Wow, The Quarry. Was? Was? Hä? Was ist das passiert? Das Spiel hat nicht angehalten. Willst du mich verarschen? Willst du mir sagen, das Spiel pausiert nicht, wenn ich ins Home-Menü gehe? Was soll der Dreck? Und seit wann kommen die hier durch? Ich sehe die Hose von hier. Und warum gehen die... erfolgreich abgelenkt. Aber die Hose war hier vor mir. Und das heißt, sie können sich hier durchdrängen. Okay, wenn die Hose hier durchkommt, dann glaube ich an Gott. Hosen können nicht durch Schlitze gehen. So, Wo ist Käfer? Nicht in der Lagerhalle? Da gibt es bestimmt nur ganz wenige Stellen, um sich zu verstecken hier. Oh nein. Lass mir zu viel Zeit. Ich will sicher gehen, dass ich sie treffe.
Was ist die Belohnung hierfür? Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja, hör auf. Oh mein Gott. Alan Wake 2 soll auch sackengut sein, ja. Will ich auch irgendwann spielen, aber das sage ich so und werde es nie machen wahrscheinlich. Also ich mag Horrorspiele. Ich finde, es gibt nur viel zu viele, die schlecht sind. Die meisten davon sind diese 10 Euro, 5 Euro Steam-Dinger. Also sowas wie, ich stehe auch nicht so auf sowas wie Dead by Daylight oder sowas. Das hat nichts mehr mit Horror zu tun, das ist, ja, halt einfach nur ein Spiel. Aber es gibt sehr, sehr, bin ich in den Kreis gegangen? So, ich bin im Kreis gegangen. Ja. War das jetzt wieder hier nur für Munition? Aber so, The Quarry interessiert mich halt. Ich fand diese Dark Pictures Anthologies, die wurden immer schlechter. Until Dawn war das Beste. Ich mochte dieses mit dem Eyebrow-Jungen auch eigentlich, was viele nicht mochten. Aber dann wurde es echt, also das dann mit Ashley Hudson oder wie sie heißt, Kate Hudson? Nee, Ashley Judd? Nee. Das fand ich dann ganz schlimm und den neuesten habe ich noch nicht mehr gespielt. Und The Quarry fand ich dann, sieht interessant aus. Den will ich irgendwann spielen. Aber ich weiß nicht, ob im Stream. Ich glaube, nach Silent Hill reicht es erstmal. Ich komme kaum noch zu irgendwas. Ich spiele die ganze Zeit nur. Achso, da kam ich her. Okay. Dann da, dann das da. Phasmo und so meinst du? Ja, genau. Also Phasmo habe ich auch einmal gespielt und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich nach 2 Spielen verstanden, wie das Spiel funktioniert und nichts mehr daran war gruselig. Du konntest einfach reinrennen, schreist, Geist, ich bin hier, fotografierst es und fertig. Ich weiß es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so, aber das fand ich einfach. Hat's keinen Spaß gemacht. Guckt, wie leger ich die entdeckt habe und noch nicht mal geschrien habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was habe ich davon? Nix. Wo bist du? Wo ist Käfer? Hör auf. Speicherpunkte sind free, Speicherpunkte sind free. Ja, das Man of Medan ist ganz cool. Der Teil danach, den fand ich auch noch okay. Das mochten viele nicht und dann danach mochte es, glaube ich, keiner mehr. Aber Until Dawn ist das Beste. Coole Schauspieler, coole Charaktere. Und es ist halt dieser Flair, typisch amerikanische Horror-Story, so.
So Teenager, Intrigen, Sex und so Zeug. Einfach so Klischee. Aber halt gut gemacht, lustig. Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann brauchst du nur zu sterben. Aber James, du gelangst vielleicht an einen anderen Ort als Mary. Ne. Jetzt? Ging es hier doch nicht lang? Ah doch. Raum. Ist zu. Okay. Der Krabbler hin. Jedes Mal, Mann. Man weiß es doch inzwischen. Ja, die Bewegungen einfach so gut gemacht, so creepy. Mann. Sie hören aber auch nicht auf, ne? Es ist immer noch der Running Gag, einfach eine Hose in der Ecke zu verstecken. Der Kriecher hin. Jetzt wird es langsam aber wieder zu der anderen Welt hier, oder? Ein bisschen zu abgefuckt alles. Ich habe gar keine Sirene gehört. Also. Warum schlägst du in die Luft? Das hat also immer den Darth Vader Sound gemacht. Moment. Stimmt. Langsam geht's. Soll ich jetzt echt da rein? Was ist das hier? Das Gefühl, ich hab was verpasst. Telefon. Sag nicht, sie ist schon wieder da durchgekommen. Oh mein Gott. Das sind Ladebildschirme. Warum können die durch Ladebildschirme durchgehen? Oh mein Gott, Silent Hill 2, das erste Mal, dass enge Passagen keine Ladebildschirme sind. Ist da das Telefon drin? Die Hose kommt nicht durch, die Hose kommt nicht durch.
Öschen. Nee, komm, komm zur Seite. So kriege ich dich nicht. Der ist lebt noch. Telefon, ja, ich suche nach Telefon. Das ist nur der Käfer, da ist keine Hose mehr. Das wäre zu einfach, das wäre zu offensichtlich. Gehen wir weg vom Geräusch. Ein wahrer Explorer. Was ist das Geräusch? Nice. Das hört sich an, als wäre es hinter mir. Oh, tatsächlich. So, es war wirklich dieses Telefon hier. Aha. Ich würde ja nicht rangehen. Hello? These nuts? Anyone there? Streich. Klingelstreich. Habe ich ja nie gemacht als Kind. Nie. Halt wirklich nicht. Oh, Geld. Vielleicht bist du auch einfach ein Dummkopf. Die Wahrheit tut den Menschen selten gut. Das solltest du am besten wissen. Der Schlüssel ist im Park, am Fuß der betenden Frau. Der Schraubenschlüssel öffnet das Tor, der Schlüssel öffnet den Abgrund. What? Achso, da ist der Schraubenschlüssel. Mir geht's nicht gut. Ich will den Loot. So hell hier. Wenn mal nicht alles mit ekligem Zeug überschüttet ist. Ach ja, und da wo kein Monster ist, da ist auch dann kein Loot. Gar nichts. Das sind Ampeln. Ach mir schon, was ist das? Creepy. Glaubt ihr, in dem Ice-Cream-Tag hat Tornupto seine Mädchen abgeholt? Eieiei, too early. Too soon. Ist
selbst das hier ein Geräusch macht. Also Soundkulisse wirklich 1A. Ich wiederhole mich. Wenn man sich mal überlegt, es hätte Silent Hills geben sollen. Gemacht von Guillermo del Toro und Hideo Kojima. Und das hat schon echt die Vibes, wie damals der Trailer zu Silent Hills. Und dann diese Demo. Die Demo war halt ultra krass, aber es war nur eine Demo, ne? Ich glaube, das Spiel wäre null so gewesen wie diese Demo. Der Playable Trailer. Aber ich glaube, die haben sehr viel sich abgeschaut, als die da Sachen gemacht haben für. Ist mir gerade erst eingefallen, dass es ja mal ein Silent Hills hätte geben sollen. Dito! Die Nachbesprechung. Dito! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim PNP. Und ich kann ja dieses Spiel nur an die Hand, Hand legen, aber so wie ich dich kenne, würdest du einfach, ich keine Ahnung, so wie ich dich kenne, würdest du es auch wieder nicht gruselig finden. Du bist einfach zu abgehärtet. Ich finde es jetzt nicht super gruselig, aber es ist jetzt nicht sowas wie, dass ich Angst habe, weiterzuspielen, aber es ist, ich wertschätze wirklich die Mühen, die sie sich hier gegeben haben, weil sie ist einfach echt optisch stimmig, die Soundkulisse ist großartig, die Musik, wie die Gegner sich verhalten, ist großartig. Wobei jetzt nach 50% des Spiels muss ich sagen, sie könnten mal wieder einen neuen Gegner einführen. Ich erinnere mich nicht, dass es überhaupt neue Gegner noch gab. Ich erinnere mich nur an die drei Gegner. Ich komme keine neuen. Okay. War nice heute? Gut. Okay, weiter geht's. Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Ist eigentlich irgendwas eingezeichnet? Ich soll in den Park. Ja. Maybe im Angebot? Ja, Angebot, ja. Also in einem halben Jahr kostet es sicher nur noch die Hälfte. Aber es ist, glaube ich, sehr erfolgreich. Aber Konami ist, glaube ich, so ein Unternehmen, das gerne ein paar Rabatte macht. Die Demo war ein Teaser und genreprägend, ja. Und es gibt hier schon manchmal, also wenn du so in einem Haus bist, also der Teaser war ja komplett hell, ne? Aber hier, wenn es so dunkel ist und du siehst wirklich nur diesen kleinen Schein und das. Aber es ist trotzdem was anderes. Der Teaser war wirklich Jumpscare. So auch, dass Türen auf einmal zufliegen, also wirklich Geister. Das hast du hier nicht. Also es kann nicht passieren, dass du von einer Tür erschreckt wirst, weil sie auf einmal zuknallt. Es gibt keine Jumpscares, die einfach so von Geisterhand passieren. Das hier ist eine Boss-Arena übrigens. Was ist hier los? Aber ich will bitte zuerst speichern. Es ist safe eine Boss-Arena. Warum sollte man das so machen sonst? Die ist überwiegend hell, ja. Ich habe die ja nie selber gespielt, aber ich habe, glaube ich, alles gesehen bei Playthroughs und so. Er ist immer wieder die gleiche Hose. Kann sein. Wir haben nie gegen zwei auf einmal gekämpft. Doch haben wir. Leider. Also ich nehme es zurück. Silent Hills Trailer war definitiv eine andere Stimmung, weil es so diese Geister, Türen bewegen sich, auf einmal klingelt irgendwo was. Hier ist es wirklich, ich bin mir inzwischen sicher, manchmal ist ja dieser Moment, du liest irgendwas und in anderen Horrorspielen würde ich mir denken, hinter mir steht jetzt was und wartet auf mich. Das ist hier nicht so. Es kann nicht aus dem Nichts einfach hinter mir was erscheinen, um das da ist, um mich zu erschrecken. Wenn dann, ist hier um die Ecke ein Monster, das sich versteckt vor mir. Aber es ist immer quasi logisch erklärbar, woher ein Geräusch kommt, was passiert, was mich erschreckt. Es ist nicht einfach nur, oh, da ist was, um dich zu erschrecken. Macht das Sinn? Ich find's so gut. Traumschlüssel?
Das ist eine Boss-Arena. Ich sag euch, ich werde jetzt hier zurückgedrängt und kämpfe hinter mir. Vielleicht mal nicht gegen Pyramid Head. Bin ich die gleiche Situation vorhin und da ist einfach nichts passiert. Ja. Oh, die kenne ich. Ja, okay. Das ist der vierte Gegner. Ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich an die Gegner. Ja, okay. So. Okay, du kannst ein bisschen zu viel. Chill. Ich will doch erstmal dein Design begutachten. Das ist quasi ein irren... Eine Zwangsjacke. Alter, okay, ich renne ja schon. Das ist eine Zwangsjacken-Gegner. Wie nennen wir sie also? Zwangsjacke. Yep. Aber sie mussten erst kommen, dass ich mich dran erinnere. Ich habe gerade gesagt, es wird mal Zeit, dass sie einen neuen Gegner einführen. Ich hätte jetzt auf die schießen können, dann fallen sie runter, aber ich habe keine Moon mehr. Was? Hallo Penny. Bye Dito. Hallo Edo. Dankeschön für den Raid, Edo. Also es war quasi ein Endgegner. Die Vorstellung eines neuen Gegners. Du kämpfst im Game also gegen das gesamte Sortiment eines Kleidungsgeschäfts? Ja. Ich weiß nicht, wo du die anderen beiden Bosse da einordnest, aber ich würde es eher an... das Genre ist eher Irrenanstalt. Oder Kleidungsgeschäft. Silent Hill ist gleich C und A. Yep. Danke, Mando. Okay, also als wir hier zu Tage waren, habe ich ja alles hier durchsucht. Ich nehme es einfach mal an, hier ist kein Gegner. Das ist eine Vase. Ich dachte, wir sind Resi 4. Oh Gott, ich komme da schon durch. Okay, nein. Ich höre doch was. Das sind nur Frösche. Aufs Frauenklo darf ich. She's back. Hey. Are you feeling better? This place is different from what I remember. Ich war kurz weg. Hier ist alles okay. Things never really stay the same, do they? Game Freak wollte mich kurz bannen. Twitch, look auf. Habt ihr das lila Bild gesehen oder hat es einfach nur gedreht? Egal, wichtige Cutscene. I don't
think she's here anymore, James. Who? Lila war da? Ja, okay. My mama? She doesn't... She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Oh, he's so nice. Happy to see me? Alive, I mean. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Also bei mir ist alles grün. Ich habe keine ausgelassenen Frames. Ich keine Ahnung, woher das kam, dass ich kurz weg war. Vielleicht war es Twitch, vielleicht war es ich. Das wäre das erste Mal, dass wir Probleme haben mit dem Internet. Oh ja. Chill, chill, chill. Ein Patient hat ihn hier vergraben. Ich wusste es, habe aber nichts unternommen. Es hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben. Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe. Ich habe das Ding gesehen, ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen. Niemand traut sich in seine Nähe, jetzt gebe ich den Schlüssel dir. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist. Wer schickt mir das? Mein Patient hat ihn hier vergraben. Aber Maria war doch keine Ärztin oder sowas. Sie wirkte nicht so. Also, wer hinterlässt mir die Sachen? Und Maria wurde ein bisschen aufgespießt. Aber ich glaube ja, das ist egal. Dass sie aufgespießt wurde. Das hält auch Mary nicht auf. Maria, meine Güte. Ich mache das nicht absichtlich. Ich verwechsel nicht absichtlich meine Frau mit einer Frau, die sehr ähnlich aussieht wie meine Frau. Im Spiel. So far from home. Habe ich irgendwo... Ich meine, die sind komplett random nummeriert. Seltsame Fotos.
Ich habe nicht mit 1 angefangen. 4. Ich habe bestimmt welche verpasst. Es gibt so viele kleine Ecken, durch in die man gucken kann. Kleine Häuser mit ihren Türen. Ich versuche echt alles zu finden. Vorhin zum Beispiel hätte ich vielleicht zurückgehen sollen. Ein paar Sachen sind, glaube ich, wirklich absichtlich hart versteckt. Tresor Tor. Ah, wir sind wieder hier. Wagenheber, stimmt. Geschichtsverein. Soll ich bis dahinter rennen? Zum Geschichtsverein? Oder soll ich zum Wagenheber? Der Wagenheber kommt, glaube ich, viel später. Ich kann mal den Wagenheber checken. Aber ich habe doch bestimmt... Ich meine, ich habe das Ding doch nicht mal mehr. Den, Schraubenschlüssel? Schraubenschlüssel. Also renne ich jetzt die Straße entlang zu dem Geschichtszentrum. Hier, ne? Ich könnte jetzt so unfassbar viel anschauen, ob sich irgendwas verändert hat. In der ganzen Stadt nach irgendwas suchen. Ich weiß noch vom Original, es gibt irgendeine Dog-Quest. Es gibt so ein Hundehaus. Aber da ist kein Hund. Aber du kannst dann Knochen finden. Aber den Knochen findest du nur, wenn du irgendwas anderes findest und so weiter. Und dann schaltest du irgendwas frei, dadurch, dass so ein Hund... Es war im Original so. Irgendwas mit einem Hundehaus. Aber ich habe das Hundehaus noch gar nicht gesehen. Ich hab zwar das Original damals auf der PS3 platiniert, also sehr viel gespielt. Sehr oft durchgespielt. Ich kann mich noch an einzelne Stellen erinnern, ich kann mich ans Ende erinnern und so. Aber das könnte ich jetzt nicht gewiss sagen. Vielleicht wisst ihr noch, wie es mit Final Fantasy 7 war. Da habe ich die ganze Zeit gesagt, das ist neu. Nein, Leo ist es nicht. Aber das ist neu. Nein. Aber ich weiß durch Reviews, dass das Spiel sehr mehr hat als das Original. Also es ist viel länger geworden. Viel so Zwischenbereiche, die es vorher nicht gab. Also Puffer, also Füllmaterial einfach. Was gut ist, weil sonst wäre es viel, viel kürzer. Neues Haus. Das ist hoffentlich nicht so groß wie das Krankenhaus. Das war abnormal, ey. Vor allem, du hast das Krankenhaus und dann hast du das gleiche riesige Krankenhaus nochmal. In der abgefuckten Welt. Habe ich keine Karte vom Haus? So, ich dachte gerade, jemand hat James gesagt, aber es stand James Doppelpunkt.
Kann übrigens schwören, dass ich in den Einstellungen das ausgemacht habe, dass der Untertitel Namen hat. Aus. That's him! Misty Day, Remains of the Judgment. Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. Ja, unser Pyramid Head ist der... Is the Judgment. Ja, du kannst den Sound benutzen. Bei Edo. Ja. Ihr könnt doch auch so schnell lesen wie ich. Passt schon. Ja, ich habe auch so ein Bild. Was? Nett. Hol ich doch gleich mal meine Waffe raus. Wenn das Spiel mir jetzt so kommt. Dieser Schacht auf Netflix. Ey, der erste Teil der Schacht ist wirklich ein guter Film. Den zweiten habe ich noch nicht angeschaut, aber alle sagen, er ist sinnlos und schlecht gemacht. So dieses typische, das hätte keinen zweiten Teil gebraucht. Aber ich werde ihn trotzdem irgendwann anschauen. Weil ich mochte den ersten wirklich sehr. Ich fand es ein sau cooles Konzept und gut umgesetzt, ein gutes Ende. Irgendwie klingt die Sirene aber jedes Mal anders. Daran hast du bei dem Bild auch gedacht, an der Schacht? Hat jemand den zweiten Teil schon gesehen und kann auch sagen, dass er dumm ist? Ist hier die Mario-Treppe? Soll ich wieder zurückgehen? Gute Nacht, Brani. Der Sonius. Mensch. Hallo. Ich bin gerade auf der Mario-Treppe. Ich gehe gleich weiter. Ist das das Neue? Ja, selbstverständlich. Er ist ja schon wieder eine Woche alt jetzt. Wobei, noch nicht ganz. Danke, Sonius. Hallo, Mario. Hallo, Game. Hallo, Sakuya. Hallo, Moondusk. Release voll verpennt. Es kam letzten Mittwoch oder Donnerstag raus. Wahrscheinlich Donnerstag. Ich habe das Original geliebt. Und es ist wirklich gut. Also wenn du das Original kennst und allgemein solche Spiele magst, sehr gut modernisiert. Die Stimmung ist immer noch da. Es ist super creepy. Es ist nicht wie Resident Evil, auch wenn der Typ so aussieht. Komplett anders. Auch wenn ich eine Schrotflinte habe, komplett anders. Ja, spiel's im Stream. Mach's einfach nachts irgendwann, wenn deine normalen Zuschauer nicht da sind. Also Dragon Ball, ja, ich weiß, vielen gefällt Dragon Ball, aber ich finde die Spiele super uninteressant. Ich finde, das Neue sieht auch komisch aus. Aber spielt sich vielleicht ganz cool. Keine Ahnung. Und Diablo DLC brauche ich jetzt auch nicht. Also ich habe es gespielt, erst letztens sogar endlich mal die Story durchgespielt von Diablo 4, aber ich muss jetzt nicht sofort ein DLC spielen. Ich mag nicht so gerne Horror außer FNAF. Warum magst du FNAF, aber allgemein kein Horror? FNAF ist der simpelste, weichgekochteste Horror, den du machen kannst. Aber wieso machst du da einen Unterschied? Ah! Danke für die Trophäe, dass ich nicht aufgegeben habe, nach unten zu gehen. Du kannst bei Horror gut zusehen, aber nicht selber spielen.
Ich denke mir nur da, ich will das selber spielen, immer. Aber ich habe halt Teil 2 und Teil 3 so viel gespielt, dass ich das... Also in letzter Zeit, ich spiele, wenn ich was anderes als Pokémon streame, ich bin übrigens Pokémon-Streamer, wenn ich was anderes als Pokémon spiele oder streame, dann sind es meistens nur noch Remakes von alten Spielen aus meiner Kindheit, wo ich mir denke, ja, Nostalgie. Aber immer wenn Raid kommt, dann ist gerade ein bisschen keine Monster hier. Bleibt noch ein bisschen da, dann seht ihr nervige Monster, die einen echt dauernd erschrecken, weil sie sich so... Deswegen bin ich so langsam, ich muss um jede Ecke gucken. Okay, da ist schon was. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Könnt ihr die Augen aufmachen? Hast du die Filme geliebt? Silent Hill, der eine Film ist echt cool. Der zweite Silent Hill soll, glaube ich, die Story von Silent Hill 3 sein. Aber ich würde sagen, die Filme haben eigentlich nichts mit den Spielen zu tun. Gott, ich erinnere mich hier dran. So ein Kacklabyrinth. Und ja, natürlich lauert da die ganze Zeit was um den Ecken. Oh, hier ist der Schacht. Ich habe gar keine Karte. Okay, jetzt muss ich aber noch zurückgehen. Hey, instinktiv direkt richtig gegangen. Ja, der Zweiler war richtig mies. Auch, dass Jon Snow auf einmal da ist und so. Der zweite hat auch keinen Sinn ergeben, es war blöd. Der erste war, ich meine, Silent Hill Spiele haben eine Story, die sehr abgefuckt ist. Die sind auf einer Meta-Ebene und so, das ist alles nicht. Du kannst nicht einfach sagen, oh, James, warum machst du das alles? Darum geht's nicht. James hier zum Beispiel, der sucht seine Frau. Und seine Frau ist vor 3 Jahren gestorben, aber er hat einen Brief gekriegt von seiner Frau, dass er doch nach Silent Hill kommen soll. Also ist er nach Silent Hill gegangen und sucht jetzt seine Frau. Aber überall sind Monster. Glaubt ihr, dass James ein einziges Mal gesagt hat? Er hat inzwischen einmal gesagt, pass auf, hier sind Monster oder sowas. Aber es ist, glaube ich, nach 10 Stunden Spiel erst passiert, dass er sagt, hey, hier sind ja Monster. Aber das ist Silent Hill so. Es ist alles nur eine Metapher. Es ist alles ein riesengroßes... Quasi man sagt, Silent Hill sind die Spiele und der Hauptcharakter durchgeht die Hölle, die er quasi verdient hat. Aber wir wissen noch nicht, warum James unbedingt diese Tortur hier verdient hat. Er sucht auf jeden Fall seine Frau. Und wir springen da jetzt runter. Hallo? Ich habe FNAF nie verstanden. Ich auch nicht. Oh, da steht springen. Also passiert das gar nicht wirklich? Ja doch. Aber wir dürfen nicht immer... Man darf halt nicht denken so... Weiß nicht, es ist... Ich denke mir immer, Silent Hill sind Fieberträume. So, der ist da. Der guckt überall nach seiner Frau. Aber das, was er hier erlebt, ist quasi alles in seinem Kopf. Aber halt auch irgendwie nicht. Weißt du, so wie wenn du Sachen siehst, aber trotzdem psychisch davon beeinflusst wirst, deswegen er durchlebt das alles wirklich, aber halt nicht wirklich. Let's go! Wie würdet ihr springen? Würdet ihr Füße zuerst springen oder Arsch zuerst? Ich habe das Gefühl, wenn ich mit den Füßen aufkomme, habe ich eine ganz schlimme Zeit. Wenn ich mit dem Arsch aufkomme, habe ich irgendwie die Chance, das zumindest zu überleben, oder? Ich stelle es mir viel widerlicher vor, auf den Füßen zu landen, als auf dem Arsch. Füße? Wirklich? Du würdest mit den Füßen zuerst springen? Füße und dann abrollen, du siehst nicht, wo der Boden ist. Du kannst sie nicht abrollen. Du müsstest quasi wie so ein Stück...
Du müsstest wie eine Puppe runterfallen. So nichts anspannen und die ganze Zeit dann in der Millisekunde, wo du spürst, dass du aufprallst, leicht anspannen und abrollen. Aber du weißt nicht, wo der Boden ist. Schauen wir, was ihm passiert. Ich sage, er landet auf einem Haufen Assassin's Creed Heu. Aber wir müssen jetzt noch ein drittes Mal drücken. Oder ich würde vor allem mir... Wirklich, halt warst du 2 Meter tief? Ich würde mich, glaube ich, hinhängen und schon mal 2 Meter an Fall Damage mir sparen. Und auch wieder hier, ne? Keiner hätte das überlebt. Aber das ist egal, Leute. Das ist ein Fiebertraum. Das ist egal. Hier geht es nicht um Logik. Was zum Teufel? Das ist einfach nur ein Brunnen, was? Ach, da. So richtig aggressiv mit Schwung runterspringen, genau. Ja, hier, ich kann mich daran erinnern. Das ist... So elendige Gänge und oh Gott, wenn hier Krabbler sind, dann sind die jetzt im Wasser drin und so. Oh ja, ich kann mich erinnern an den Teil. Nur dass damals war das so typisch, wie man es aus Resi 1 kennt. Die Kamera war oben in der Ecke und die Kamera hat immer schlagartig die Perspektive gewechselt, wenn man um die Ecke gegangen ist. Und das war nichts mit Third Person. Was? Wo? So, da steht was, okay. Das ist so daneben. Alter, James. Oberschenkelmuskulatur der Hölle. Durch so tiefes Wasser einfach ohne Probleme durchtreten. Tretet mal im Wasser. Da ist so viel Widerstand im Wasser. Ja, hinter den Türen können sie auch sein. Die Schweine. Boah. Leuchtet hier rot. Ich hab Bock da drauf zu schießen. Das geht sogar. Moment, das war sogar wichtig? Ich dachte mir nicht, dass ich das machen. Fuck you. Ja, aber jetzt warte doch. Jetzt warte doch kurz hier. Ja, woher denn? Was? Oh, chill. Tut mir die weh? Nee, oder? Kleiner Goldmond, dankeschön für den Raid. Hallo. Hallo Lugilan, hallo Oldimond. Hallo kleiner Goldmond, dankeschön. Biber liebt Musik. Hallo. Hallo Stodel-Robert. Was geht? Dankeschön, wir spielen Silent Hill. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich habe ja nur gerade ein bisschen Panik. Spiraltext, pass auf, da steht was. Lass kurz gechillt anschauen. Wie denn? Drehen, dreht im Spiraltext. Ich check's nicht. Wie soll ich denn diesen Spiraltext lesen? Es ist Zweifel, der euch zum Fegefeuer führt. Aber bin ich sicher, dass diese Tür zu ist? Woher soll ich denn den Code wissen, Mann? An den Blutflecken? Wie? Wo war der letzte Speicherpunkt? Ich weiß es nicht. So, die abgenutzter sind. Oh mein Gott. Okay. Ja, es war wichtig, dass wir da drin sind. Okay. Oh, soll ich jetzt noch weiter runterspringen? Was? Das ist neu. Ich glaube, das war nur eine Ebene, die so ein Labyrinth war und du musstest von Raum zu Raum Rätsel lösen und fertig. Nochmal runter? Daran kann ich mich nicht erinnern. Let's go. Schön mit Schwung bitte. Ich probiere es. Richtig hoch springen, damit du noch tiefer springen kannst.
War das dein Alert? Ah ne. Hallo, hallo. Wie oft soll ich noch X drücken? Hab ich schon zweimal gedrückt. Ein drittes Mal drücke ich nicht. Er traut sich schon. Hallo Philipp. Dankeschön, Ailo. Vielen Dank. Hallo. Wir springen tief in den Schacht. Let's go. Also da hat man zumindest mal gemerkt, wie tief das ist. Und nein. Nein, vor allem nicht auf so einem Boden. Mario, Super Mario-Beine hat der James. Oder Koraidon Miraidon-Beine. Fall Damage? I don't know her. Ich bin heute Abend der Raid-Boss. Piu-piu! Ups, das ist so sensibel, die Taste, meine Güte. Ich wollte nur ein bisschen aus Spaß. Kann er das überleben? Das ist ein Fiebertraum. Jetzt gibt's keine Logik. Guten Tag. Ain't no big deal. Oh, Eddie. What did you do, Eddie? Put the gun to their head and... Eddie? Oh. Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. It just came at me. Okay. So he attacked you. And you shot him. Yeah. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back, and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you. I thought you said he came at you. James, chill, er hat eine Waffe. Hey, nicht rumpoken. I can see it in his eyes. Ja, Eddie, du hast recht, Eddie. Dann pow, Schrotflinte. Wobei, ich habe eine Schrotflinte, passt schon. Looking at me, making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Man, he's so cool. Hallo Assassin. Frisches Blut? Nein, Eddie hat recht. Eddie würde niemals jemandem einer Fliege was zu Leide tun. Wir haben vier Charaktere. Eddie, sie habe ich vergessen. Laura und das Mädchen Laura und Maria, die wie meine Frau aussieht. Alle vier symbolisieren wahrscheinlich irgendeine Angst oder irgendetwas, was James getan hat. Eddie ist definitiv Aggression oder Gewalt. Laura ist vielleicht Angst, wobei eher ist die Frau Angst. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das sind alles nur Vermutungen von mir. Ich kenne das Ganze zwischen den Zeilen von Silent Hill nicht. Silent Hill 2 nicht.
Ich werde bestimmt danach einiges lesen, um es wieder zu verstehen. Yay! Ein Gefängnis. Ist das ein Sniper? Quasi? Jagdgewehr? Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Er hatte den Schlüssel zum Schrank, also müssen wir davon ausgehen, dass einer der Gefangenen ihn in die Hände bekommen hat. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle und sichere das Gewehr, bevor es in die falschen Hände gerät. Zeugenkontrolle. Laura läuft vor allen weg. Sie läuft vor mir weg. Vielleicht sind die vier auch Personifizierung von seiner Frau. Laura hat Angst vor mir. Die andere hat eigentlich auch Angst vor mir. Oder es sind einfach Seelen, die in Silent Hill nicht zur Ruhe kommen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie sowas. Es hat alles eine Bedeutung. Ein Gewicht. Die Häftlinge spüren keine Reue, sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigsten unter ihnen versuchen, sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig, wie die Sünder, die sie sind. Denn ganz gleich, wie verdorben und abscheulich ihr Leben auch sein mag, ihre menschliche Natur lebt weiter. Aber jeder Verbrecher hat eine Chance, verdient, zu rehabilitieren, wieder in die Gesellschaft eingeführt zu werden. Hey, ist der Endboss, sagst du? Das sagst du, nachdem du Pyramid Head jetzt schon zweimal gesehen hast? Spoiler, Eddie ist nicht der Endboss. War vielleicht der Vorendboss. Also, es geht. Es geht tatsächlich. Oh nein, die Hosen können wie Spinnen krabbeln. Ich habe immer gesagt, ach, das Ding hat einen Zeitschalter. Warum wird sowas erstellt? Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Vielleicht müssen wir da nicht durch. Ja, bisher gab es immer mehrere Wege. Leute, es gab nie mehrere Wege. Es gab immer nur einen richtigen Weg. Ich habe immer gesagt, boah, wenn die anfangen, an den Wänden zu krabbeln und ich muss nicht nur die Seiten checken, sondern auch noch die Decken, dann ist Schluss. Ich glaube, es ist Schluss. Okay, also da ist Trakt und der ist echt groß und hinten ist der Hof. Und Gewehrschrank, aber wo das andere ist? Oh Gott. Da oben soll ich hin, Zeugenkontrolle. Hör auf! Hör auf, es hört nicht auf. Vierter Stock. Fünfter Stock. Sechster Stock.
gibt 6 Stockwerke. Es gibt 6 Stockwerke. Das Ding ist größer als das Krankenhaus. 6 Stockwerke. Also das Krankenhaus sah verwinkelter aus. Oh Gott. Na gut. Keine Ahnung, wie man das hier machen muss. Hallo Kaizi, wie es läuft? Ich habe gerade 2 neue Gegner kennengelernt. Und beide haben was damit zu tun, dass sie sich von der Decke hängen. Gar keinen Bock. Kann ich das wenigstens resetten? Nein. Soll ich einfach durchlaufen oder was bringt mir das? Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Hornloser Ochse. Ich brauche Hörner. Ich meine, was bringt mir das jetzt da, mit dem Licht durchzulaufen? Oder sind dadurch bloß die... Ach, dadurch sind die Zellen wahrscheinlich offen. Nur deswegen. Gehen die Zellen zu, wenn ich dann drin bin? Haja! Beeil dich, Mann! Wo ist das Krabbelviech? Okay, die bleiben offen, sobald ich einmal aufgemacht habe. Okay. Ich hätte auch von hinten reingekommen. Ja. Ich häng. Niemals da drin. Immer erst rausgehen und dann kämpfen. Gehen jetzt alle Räume durch. Yay. Warte, bleibst du offen? Ich gehe jetzt einfach erstmal alles killen, dann bin ich gechillter. Wo ist die Krabbel? Kann auch sein, dass wir hier eingesperrt sind. Okay, du bist hier drin. Ah ne, die kotzen ja. Okay, wir machen weiter. Anstrengend. Gute Nacht, Maurediven. Das geht gar nicht auf. Das geht auch nicht auf. Gerade sehr aufgemacht, krass. Hier ist halt überall gar nichts drin. Jesus Christ. Was bringen mir diese Räume? Ich glaube, die gehen sogar auch auf, wenn... Okay, sie gehen... Was, Musik. Da drüben ist auch ein Schalter. Okay, nice. Diese Zelle soll bis Dienstag gereinigt werden. Sieh zu, dass die Knackis es bis dahin erledigen. Der Vormieter wurde auf Befehl des Aufsehers in den Todestrakt verlegt. The Corns.
The Convicted. Okay, hier krabbelt aber was. Ich hab dich genau gehört, du Krabbler. Krabbelst du? Oh, so viele Stockwerke. Hier Schlange ohne Kopf vielleicht. Was? Der ist, lebt der wieder? Er ist wieder aufgewacht. Was? Wie weit krabbelst du weg? Alter! Das ist ja unglaublich. Was? Also so waren die ja noch nie drauf. Was? Die habe ich auch Gas, die Spinnenkrabbler. Ah. Das sieht so cool aus. Ich sehe dich. Ich bin aus Versehen auf meine Taschenlampe gekommen. Genau gesehen. Trotzdem panisch. Ein Bohr. Eine von denen ich nicht betreten konnte. Ja. Aber hier ist nichts. Ah doch. Nicht mit mir. Vielleicht doch mit mir. Ah. Ich durchschau dich, Spiel. Und ich habe eine Schrotkugel. Okay, eine Schrotkugel war es wert. Ich kann sagen, wenn ich jetzt 3 Pistolenkugeln zurückgekriegt hätte, das wäre ziemlich unnütz gewesen. Bam, 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 Treppe. Okay. War ich da? Nein. Okay. Es ist so dunkel. Mal speichern. Das heißt, hier kann nichts sein. Ja, ich weiß, manche stehen einfach wieder auf, das ist geskriptet. Ich weiß schon, dass ich den nicht hätte toter machen hätte können. Bro, wie soll ich über die Mitte laufen? Ein Pferd. In der Mitte ist irgendwas. Ist doch gar nichts, die machen mich nur verrückt. Bin ich im Hof?
Wo bin ich? Ich muss ja am Hof sein. Bin ich draußen? Will ich das Viech finden? Muss ich Strom anmachen? Es ist echt nah dran immer bei mir, aber ich glaube nicht, dass es mich angreifen wird. Oh, da ist was. Hier muss ich Gewichte drauflegen. Ich behaupte mal, das ist ein Endgegner. Oder halt ein Miniboss. Hallo Olopoto. Mir fehlen noch 4 Gewicht. Und mache ich dann damit die Tür auf? Nachdem... Was bedeutet, dass ich jetzt schon die Tür aufmachen kann? Nein, weil... Okay, ich habe die Schlangentür aufgemacht. Okay, cool. Lässt das Tier mich in Ruhe? Creepy, Mann. Kann ich mich auch nicht erinnern. Das ist hier draußen ja richtig chillig. Ich glaube sogar in der Richtung war Schlange, aber gehen wir erstmal hier runter. Ja, hier ist Fisch? Was ist das? Vogel? Adler oder so. Mal zur Schlange. Glaube ich, da war. Yes. Coole Sache, cool gemacht. Okay, cooler Stuhl. Wofür wurde der wohl benutzt? Ah, oh, Krabbelspinne, oh nein. Wie sah es bei dir mit der Muni immer so aus, Kaisi? Ich habe das Gefühl, ich bin echt ganz gut mit der Muni. Ich versuche echt alles mit Rohreisen zu machen. Kann ich mal Schalter erfinden, die einfach anbleiben? Zur Erinnerung an alle Wachen. Ab sofort ist es für alle verpflichtend, das überarbeitete Wartungshandbuch der Generatoren zu lesen. Wir alle wissen, was das letzte Mal passiert ist, als es eine Stromspitze gab, obwohl die meisten von uns das am liebsten vergessen würden. Es wird keinen weiteren Vorfall geben. Das war mein Albtraum, dass das irgendwann hier passiert und es passiert. Oh nein, aber ich habe dich gesehen. Oh nein. Oh nein, wie eklig. Oh nein, wie gut sie das gemacht haben. Warum geht die Musik ab?
mittelmäßig, zum Großteil hatte ich guten Muni dabei, aber manchmal einfach nichts am Start. Die haben eher die Gesundheitsdinger Probleme gemacht. Am Anfang bei mir extrem, ja. Was, okay, von hinten. Aber seit so nach 2 Stunden Spielen, ich habe 7 Stück von beidem gerade. Hallo. Disgusting. Bald werden wir zusammen sein. Ich höre dich. Ich meine, ich muss die Dinger ja von der Wand schießen. Das geht ja sonst gar nicht. Die Dinger auf, wenn Strom an ist? Also entweder man wartet, bis man angefallen wird und weicht irgendwie aus und dann schlägt man sie, oder man schießt sie runter. Also jetzt muss ich richtig viel Munition benutzen, habe ich das Gefühl. Weil wenn ich das anmache, ist alles voll mit den Viechern. Drin. Ah. Den gleichen Sound wie James gemacht. Ah. Die sind OP, die sind zu krass. Wo war die? Keine Ahnung, wo die war. Ich am Anfang? Nee. Ich muss irgendwie wissen, ich schätze, ich muss es einfach
übersteuern. Ich muss alle ankriegen, okay. Einfach probieren. Jawohl. Boom. Ich geh da rein. Lieber da drin. Wobei, bin ich nicht mehr sicher. Das ist auch offen, verdammt. Was ist das? Gewicht, Gewicht, Gewicht. Hast du mich gekriegt? Hinter mir? Okay, das zählt nicht. Den kannst du wieder nehmen, den Schaden. Der hat nicht gezählt. Wie schnell bist du hinter mir hergespuckt? Stressig, ne? Komm ich hier gar nicht mehr raus? Das ist jetzt zu, okay. Ein Problem weniger. Ah, du lebst noch. Was sind jetzt alle Türen offen? Muss ich dadurch die Wand brechen. Okay, ich weiß, in dem einen war eine... eine Hose, wie hier zum Beispiel. Alter, brutal. Standest du wirklich gerade da und ich habe dich nicht gesehen? Typisch. 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 Das ist die Panik, ne? Das ist sogar die Kack-Panik, wo ich Kack-Munition verschwende. Gotcha! Hey, James? Das können wir besser. Hohohoho! Ja, jetzt muss man noch visieren, anvisieren. Ah. Die nächste hängt über mir in einem Raum. Angst. Nicht kotzen. Die sind zu einfach, die Kotzer. War das der Rundgang? Nee. Oder war ich?
was Musik war's? Also hier war auf jeden Fall eine drin. Die Musik, ey, wie asozial. Was kann sein, dass das die war, die schon rausgekommen ist? Meine Gesundheit ist richtig schlecht. Hey, wow, das war keine Absicht. Musik, Leo, okay. Das ist gut getimte Musik gewesen. Ab so der Hälfte kommt auch immer das hier jetzt. Dass ich mich nicht mal bücken kann. Kann ich mich bücken? Oh, da ist er. Aber den können wir durchlassen, glaube ich. Okay, wir gehen rein. Sollen wir das denn machen? Alter, nein, viel zu viele. Alter, von der Entfernung. Nein, wie? Jetzt wird mir hier zu. Es ist mir hier zu viel. Das ist mir zu viel hier. Das ist mir zu viel Action. Wo ist Pferd? Oh mein Gott. Ich guck gar nicht hoch, dann sind sie nicht da. Okay, wo gehe ich hin? Holy shit. Kann ich da rein? Komm. Du Schwein. Ich muss mich hier drin entspannen. Ich dachte gerade, es ist irgendwie ein Raum, in dem ich schon war, aber nein. Kann doch sein, dass sie durchnummeriert sind, weil das war 15. Davor habe ich 14 gefunden. Das heißt, ich habe am Anfang, die erste, die ich gefunden habe, war Nummer 4. Oh Gott. Also ich gucke an die Decke und da sind 3 Stück. Will ich es wieder ausmachen eigentlich? Ich glaube, hier war ich schon. Oder ist es einfach eingezeichnet, weil ich... Oh, nee, hier war ich noch nicht. 1F. Schlangen... Ach ja, Schlangenbereich. Natürlich war ich hier noch nicht. Okay. Ich habe ein Gewicht gefunden. Muss ich jetzt einfach nur hier raus? Nein. Ich muss alles durchschauen und alles killen. Was ist denn das da? Also eine war auf jeden Fall noch da. Ich muss so viel Munition für dich verschwenden. Und warum ist jetzt da hinten was? Jetzt. Guck
schnell in alle Räume und wird von der Hose angefallen wieder. Ich hab schon gesagt, es waren drei. Es ist so creepy. Die Spinnen sind schrecklich. Ich hasse sie. Oh, hier kam ich vor allem her, Mann. Wie die da einfach, das muss doch saugut geskriptet sein, wie sie einfach auf mich wartet. Es kann auch kein Zufall sein, dass sie da hinkrabbelt, so perfekt über dem Gitter drüber. Was? Nummer 4, ey. Ja, was? Der hat sich gefangen? Ist runtergefallen, hat sich wieder gefangen. Ja! Wo ist sie? Wie sehr ich sie hasse. Ich hasse sie deswegen, weil sie so viel zu gut gemacht sind. Sieht so gut aus. Wie sie hochgekrabbelt ist, dass ich sie nicht mehr sehe und dann woanders runtergekommen ist. Diesen Sound bitte ausstellen. Bei der Hinrichtung gestern Abend stand der Gefangene, vor dem wir dachten, es wäre behindert. Er wäre behindert, einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Seid bitte sorgsam, wenn ihr euch die Krankengeschichte des Gefangenen ansieht. Das Wachpersonal muss wissen, wie leistungsfähig der Gefangene ist. Okay. Interesting. Fühlt man sich in kleinen Räumen sicher, was falsch ist. Die kleinen Spinnen sind wahrscheinlich auch in kleinen Räumen. Kleine Spinnen. Was macht hier Sound? Die Musik sagt mir, ich soll mal schneller machen. Ich merke schon. Ich versuche es. Wo bin ich? Ich bin bei der Zeugenkontrolle. Ah ne, da war ich. Hä? War das das, was ich gerade gefunden habe? Das habe ich gesucht? Ah ne, hier. Oh mein Gott. Armory. Ich kann mir jetzt die Waffe holen, mit der die Spinnen wahrscheinlich super einfach knallbar sind. Die Musik sagt, jetzt ist alles wieder okay. Nope. Oh, warte. Okay. Sobald ich hier raus bin, soll ich den Spa-Bereich suchen? Wir waren doch gestern schon im Schwimmbad. Schwimmbad. So, wir sind jetzt einmal rum. Okay. Okay, da unten ist der Schlangenbereich. Jetzt müssen wir zurück in den Hof. Dieses Pferdgeräusch wieder ertragen. Und wir haben eine neue Waffe. Wie creepy ist eigentlich das hier? Ich mag so Gewehre eigentlich nicht. Aber in dem Spiel werde ich gezwungen, alles zu benutzen.
Okay, zurück in den Hof. Hier sind bestimmt keine neuen Gegner jetzt. Nö, gar nicht. Es sind nur zwei direkt weggesprungen. Ich lauf durch, ich lauf zum Hof. Wo ist der Hof? Zickzack, zickzack. Er schaut sogar hoch, so. Krass, wie sie einfach auf mich runterfallen. Zum Glück halten sie mich nicht fest. Ich dachte, die halten mich fest. Ja, ich habe den Weg gefunden. Noch anders probieren? Nee. Und so, so, so. Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist der Stier. Und der Stier war doch ganz am Anfang, oder? Hornloser Ochse, genau. Wieder zurücklaufen. Ich meine, ich muss ja noch sau oft den, ne? Vielleicht sollte ich auch einfach Kreis drücken in dem Moment, wo sie auf mich runterfallen. Was? Wo war das? Was war das vor allem? Schlägst den falschen Gegner. Da ist mir drum gekrabbelt, ey. What? Mach das nochmal, mach das nochmal, das war cool. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sie aus der Tür springt. Wir gehen einfach den hornlosen Ochsen jetzt. Hätte nicht gedacht, dass sie es können. Ich dachte, die haben vielleicht so einen Bereich, in dem sie sich bewegen, aber dass sie einfach rüberspringt. Ich wär zu mutig. Es ist falsch zu stehlen, was sie besitzen. Sie sagen, sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt, darf man es nicht stehlen. Aber ich darf nichts besitzen? Darf der Aufseher stehlen? Nein, er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehlen. Ich werde besitzen. Was, Musik, was? Verschwendung. Bitte merkt ihr den Schaden, den ich dir gegeben habe.
dezent angespannt. Musik hilft. Track D. Was denn nun? Sollte überhaupt sein? D für Dusche? Hier ist Track E. Was? Gott, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Komm ich da her? Ne, das ist noch ein zweiter Aufgang. Okay. Wo ist denn der Schalter für diese Räume hier? Hier? Ach, der ist einfach zu. Okay. Ah, hier. Wäre auch unlogisch, wenn es von innen dann aufgehen würde. Schlechtes Gefängnis. Krabbel, krabbel, krabbel. Track D. Reicht da überall? Glaube ich schon. Hallo. Das ist wahrscheinlich Schrotflinten. Schrotflinten-Trophäen. Nennt man diese Kammern, in denen man nichts hat? Behelfsmesser. Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe spazieren. Was? Kluger Junge, hier ist deine Belohnung. Ich gehe einen guten Freund besuchen. Wir könnten beide ein Bad gebrauchen. Yep, okay, ich gehe in die Dusche. Track D. Und jetzt kann ich da auf der anderen Seite raus.
Jemand schleicht nachts durch den Zelttrakt schon wieder. Wie auch immer das war, muss ich dich daran erinnern, dass wir unseren Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen? Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufseher. Hetze, catch me if you can. Bist du? Duschen. Ich soll mit dem Messer die Dusche irgendwie aufmachen? Hey. Sollen wir unsere neue Waffe ausprobieren? James of all trades. Achso, mit jeder Waffe einen Kill gemacht wahrscheinlich. Ich hab gerade aufgemacht. Ist wieder aufgewacht. Ja, das ist neu. Okay. In die Duschen. Oh, das Gefängnis ist zu stressig. Er kommt, ich weiß, dass er kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit, ich kann es schaffen, ich bin fast durch. Aber er ist nah, ich kann es spüren, er kommt, um es zu beenden. Soll er nur kommen. Ich muss halt jetzt immer auch nach oben gucken. Das erste Mal. Im Klo etwas steht. Nach 12 oder 13 Stunden steht das erste Mal auf dem Klo etwas. And this is how you do it. Das ist keine öffentliche Toilette, genau. Nur Verurteilte dürfen hier rein. Gute Nacht, Beast. Sie werden dich nicht retten. Ich glaube nicht, dass ich da wieder zurückkriechen soll. Das Gefühl, ich werde in der Dusche irgendwie gejagt oder irgendwas wird durchbrechen. Ich meine, ich kann auch irgendwie zurückklettern, da durchklettern, aber es scheint mir eher so auf den großen Raum und
akzeptieren, was dort ist. Du bist... Was nicht von mir. Der Sound ist neu. Ich habe es dir gesagt, du wolltest nicht hören. Erst hier. Dann hätte ich gern einen Speicherpunkt, wenn er hier ist. Baby? Ich bin auf der anderen Waffe. Es ist wieder Zeit, in ein ekliges Loch zu fassen. Alle sind jetzt wach. Da drüber. Hallo, danke für den Raid. Ich hab grad Schiss. Ziemlich Schiss. Ach, das ist jetzt offen hier. Okay. Ich will mich irgendwo kurz verstecken. Irgendwo verstecken. Track D. Ich verstecke mich hier. Hallo, Schepperfeuer, dankeschön. Dankeschön für den Raid. Wir spielen Silent Hill 2. Und das ist sehr gut. Ich bin gerade im Gefängnis und das macht mich tatsächlich sehr fertig. Es ist sehr gemein. Viele neue Gegner. Viele Gegner. Eieiei. Ich glaube, die kommen zu mir. Das klingt so. Noch eine. Da waren noch ganz viele, aber vor allem zwei Schwestern. Die andere aufgegeben.
Ich habe ein Gewicht gefunden. Das heißt, wir können so oder so runter. Ich habe ja hier alles durchsucht. Da ist ja jetzt nicht irgendwas neu aufgegangen. Oh. Trakt B. Einfach nach rechts laufen. Okay. Ha! Sobald ich hochgucke, Kreis. Nee? Okay. Gott, bitte Speichen. Okay, die Dusche war gemein. Die Dusche war creepy. Aber es ist klar, wenn du so viele Leichen siehst, ist klar, dass die Hälfte davon aufwacht. Nachdem ich meinen Arm in was Ekliges stecke. Orientierung verloren. Stier haben wir, Schlange haben wir. Vielleicht machen wir den Eber. Naja. Augenloser Eber, vorne rechts. Okay, wenn ich hochgucke, sofort Kreis drücken, um auszuweichen. Okay. Oh, was? Geht schon wieder los hier. Ich hätte gerne so einfach eine Stelle, wo schöne Musik spielt, einfach so kurz. Alles hell ist und wir einfach uns entspannen können. So ein Schreibmaschinenraum. Komm her. Was ist los? Was denn? Da ist noch was. Es ist von der Decke gefallen. Wo warst du denn jetzt? Sag nicht, du lagst oben auf so einem Regalfach. Ah. Nein. Es kann nicht nummeriert sein. Ich kann jetzt nicht acht Stück einfach verpasst haben. Mein kann gut sein. In die andere Tür rein. Frage ich mich wirklich, also ist das geskriptet oder steht da halt zufällig gerade einer auf der anderen Seite random und bemerkt mich und greift mich an. Wie die durch die Türen springen können, nicht schlecht. Morgendlicher Rundgang, bla bla bla, Krankheiten, ach.
Wo versteckt es sich? Auf der anderen Seite hier. Geil. Und so durch hier. Und so durchgeklettert. Upp. Wachen halten uns für Leprakranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Krankenschwester, oder? Ja. A nurse. Crazy nurse. Es werden doch nicht zweimal Klo-Monster hintereinander kommen. Rein. Kaum nimmt man das, hört's auf. Hallo Chaos Reloaded. Hallo. Ich soll die nicht stören, die Leute da drin. Ah, da hat gerade jemand geschnarcht. Nicht, dass da jemand einschläft. Das war der erste Jumpscare, der so richtig künstlich erstellt ist. Aber nicht schlecht, geiles Geräusch. Es wird doch nicht ein Monster auf diesem Klo hier sein, wo ein Speicherpunkt ist. Genau, die Tür klingt wieder wie eine Katze. Ernte, was du gesät hast. Reap what you sow. Er hat sich angeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Sollte jetzt die Schwester sein? Thank you.
du Schlüssel für mich? Hufeisen, Farbe, Kleber, Feuerzeug. Ich im Pausenraum? Nee. Des Berichts. I'm here to lead, not to read. Ich find's lustig, dass die Fernseher sich so anhören wie Filmprojektoren. Warum? Durch. Soll ich lieber rein und alle killen erst? Oh, es sind so viele. Es können noch so viele mehr in irgendwelchen Ecken auf mich warten. Aus dem Raum? Nee. Wer ist hier wo? Sonst hier reingegangen. Hier ist nichts. Nichts zum Aufheben. Schlüssel gefunden, ne? Wahrscheinlich für das Treppenhaus. Ah. Obergeschoss. Ach, sie geht nach oben die Treppe, okay.
Da werden auch bestimmt jetzt keine neuen Tiere, keine neuen Monster auftauchen auf dem kompletten Rückweg. Nichts wird hier aufwachen jetzt. James, wie wär's? Drüber klettern? Ne? Also in guten alten Zeiten, wo man einfach zurückgehen konnte, ohne dass irgendwas aufgewacht ist. Aber nein, wir sind im Gefängnis, hier kann alles passieren. Okay. Zumindest lassen sie mich das denken. Dann habe ich immer noch einen kompletten Flügel, den Vogelflügel. Jetzt sind wir hier in der Kirche. Jetzt kommen wieder Spinnen. Tschüss. Hat mein Licht so krass. Ah ne, das ist nur das andere Licht. Ja. Noch nicht. Sehe ich schon, ich muss doch jetzt eh wieder panisch zurücklaufen, weil jetzt die ganze Horde auf mich zuläuft, nachdem ich hier irgendwas mache. Sino. Lichtern oder Schreibmaschine? Okay, keine Ahnung. Krank, 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 krank. Soll ich einmal krank schreiben? Ich habe einmal S geschrieben. Kann ich löschen? Wirklich. Ich schreibe mal krank. Das ist ein I. Was? Sick. Achso, es ist egal, was ich schreibe. Es ist egal, wo ich drauf drücke. Okay. Was passiert jetzt? Das sollte doch das letzte Gewicht sein. Ich weiß natürlich, wo ich bin. Keine Ahnung. Also ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß, wie ich zurückkomme. Reicht. Bin ich von da gekommen?
Nee, ich bin von links gekommen, glaube ich. Aber ich kann geradeaus und dann runter. Jetzt wieder ganz geradeaus und dann rechts. Das sind so viele Viecher jetzt. Geht es zu? Ach, weil das der andere hornlose Ochse ist, der zu ist. Oh, krass. Okay. Zwing mich auf die andere Seite zu gehen. Was? Wie? Keine Ahnung. Von hier bin ich ja, glaube ich, gerade gekommen. Panisch. Genau. Oder soll ich den ganzen Weg zurückgehen, den ich hier gekommen bin? Es kann sein, dass das besser ist. Ich weiß nicht, ob ich will. Okay, rechts. Gott, viel zu weit. Ernsthaft? Den ganzen Weg zurück? Okay. Du riechst so, als ob du verletzt bist. Du bist nicht. Du bist gerade mal gelb. Wobei. Heilen wir uns. Orange. Also ich muss da durchspringen. Aber Moment mal, hier habe ich nicht geguckt. Doch. Ich weiß nicht, ob es da jetzt nicht einen kürzeren Weg gab. It is what it is. Warum ist da was eingezeichnet? Rechts, rechts. So. Okay, aber jetzt ist dafür der Weg kürzer. Wenn ich hier raus trete, muss ich wahrscheinlich nach links rennen. Oh nö. Okay. Passt. Ich finde mich zurecht. So, ich muss irgendwie den Vogel machen. Okay, fertig. Wird hier nie Licht angemacht. Werde ich diesen Raum nie hell sehen und nie wissen, was hier rumgeplatschelt hat. Was dieses Pferd. Ich hätte warten sollen. Ich warte. Zuerst wissen, wohin. Das sollte gleich um die Ecke sein, ne? Ja, genau. Da und dann einfach runter. Haha. Flink. Neuer Bereich. Schreck. Ich dachte, dieses und dann, aber gut, okay, gemein, dumm, Verschwendung. Oh, so viele Räume. Nur noch 14, ah ne, 51 Schuss, okay. Ich guck nicht mehr nach oben, ich muss nach oben gucken.
jetzt irgendwie wieder Strom anmachen, damit es wieder alles aufgeht. Also, wie kann man dreimal daneben schießen? Dreimal daneben. Und dann auch noch ein sinnloser Raum. Aber das ist ein schöner, netter Raum. Das ist bequem. Okay. F6 sagt, dass ich da unbedingt rein soll. Zuschauer beim Konzert. Ich hätte es nicht erkannt. Burn. Brennender Mann? Wo ist ein Mann? Bisches Haus. Liegende Frau. Weg. Nein. Ja, ist doch eine. Bei mir ist noch einer. Was für Geräusche? Manchmal machen die komische Geräusche. Wie eine alte Frau klang das gerade. Süß. Jetzt reicht's wieder. Wir haben gerade drei hintereinander. Hör mir doch zu. Ich werde das alles zurückrennen müssen, vielleicht. Jetzt für ein Dämon hier. Das ist Einbildung, Spuk. Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D-239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. Ja, das ist das, was eingezeichnet ist. F6, ja, Fragezeichen. Eieiei.
Aber er war hier. Ja, jetzt muss ich... Mache ich das an? Oh. Muss ich F5 anmachen? F5 war, glaube ich, offen. Ah ne, jetzt ist es offen. Wie er dann so drüber zeichnet, holt dann sein Tippex raus und macht das Rot weg und macht dann mit roten Strichen. Wie der James, ganz sorgfältig. Es ist Schrotflinten-Time. So weit weg. Okay, hier ging's los. Das ist immer noch zu. Das ist jetzt offen. Ja, das ist F6. Dann war ich... F5 hätte ich auch aufmachen können. Das ist ein Gewicht. Okay, was kommt jetzt? Ich geh nicht mehr auf. Shit. Ach, da ist was. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt was? Jetzt bist du... Du bist immer noch dort, oder? Creepy. Das war jetzt ein F5. Nichts. Der Raum ist größer als die anderen. Okay, keine Ahnung. Wie komme ich jetzt zur Treppe? Ich komme da nicht mehr zurück. Ich muss irgendwie zur Treppe. Ich kann einfach hingehen und schauen, ob sie offen ist. Das war vorhin nicht offen. Hallo? Falsche Seite? Rundgang. Hof. Ich bin da. Okay, einfach geradeaus rennen. Ich dachte nicht, dass es noch ein Gewicht gibt. Oh, die. Seit wann schwingt die so krass? Let's go. Habe ich die alle umgebracht? Never habe ich die alle umgebracht. Alle sind auf einmal tot. Wow, wow. Das sieht cool aus jetzt. Damn. Okay, ist alles nachgeladen? Endboss-Time.
Nicht Endboss. Boss-Time. Aber soll es jetzt einfach im Gleichgewicht sein? Ja, genau, in der Mitte einfach. Der Wagenheber, oder was? Das ist dein Ernst? Galgenhebel. Okay, kann ich wahrscheinlich als Wagenheber benutzen. Ich habe hier die Schritte, glaube ich. Wenn ich es behalte. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils, wähl unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Ich mach einfach mal. Hier ist kein Galgen, aber hier sind... Hier sind verschiedene, wahrscheinlich kommen da gleich Seile raus. Ich glaube, das benutze ich nicht für den Wagenheber. Oh Gott. Uff, das ist also okay. Ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Die Nonnen, die quiekten, die Kinder daneben. Niemand von ihnen entkam mit dem Leben. Jetzt soll ich das Urteil dazu drunter machen. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähl unter den Sünden die Tugend jeweils. Die Tugend zu der Sünde, okay. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter oder auch nicht. Du bist nun ihr Richter. Das ist eins. Woher soll ich... Oh Gott, krass. Was ein Rätsel. Vergib mir, Kind, ich habe versagt, dich zu erretten vor der Qual, die dich plagt. Sie, die ich liebte, dich gar. Sie war ein Monster, ist mir nun klar. Es ist so viel Arbeit jetzt. Brand. Er hat eine Kirche angezündet. Sie brannten so hell, sie schrien vor Schmerzen, da spürte ich Wärme tief in meinem Herzen. Es tat so gut, sich daran zu weiden, aber meine Freude musste ich leiden. Das ist das Einzige, was von Feuer redet. Ist da jetzt was? What? What? Nein, Moment, was? Los! Die Bestrafung? Weil es falsch war? Was zum Teufel? Hier ist nicht mal eine Karte. Moment, also was? Tschüss, Sino. Was ein schönes Gesicht. Ein schönes Gesicht. Gedicht. Ups. Ich dachte, ich check das einfach nur mal. Aber nicht, dass es dann direkt abgeht. Das heißt...
Ich muss das eine finden, was richtig ist. Habe ich gerade geprüft, ob es richtig ist und es war falsch? Oder muss ich eins von denen finden, was allgemein überhaupt stimmt und das muss ich ziehen? Oder muss ich erst alle richtig lösen? Aber das war das Einzige, was mit Feuer zu tun hatte. Ja, aber jetzt bin ich wieder hier. Okay, krass. Aber... Hä? Also, 4. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähl unter den Sünden die Tugend jeweils. Ausgefranstes Ende. Hier ist nichts ausgefranst. Nennt man das so? Ich will das auf Englisch lesen, aber es ist so schwer zu lesen. Pull ye betons. What? Straight end. Choose the one justified from among the damned. Seek out their tales, think upon each sin, or let blind fate choose, let the judgment begin. Okay, ich mach das jetzt durch, aber ich check nicht. Achso, der sagt quasi, hey, du kannst es alle 6 ausprobieren. Und wenn du Glück hast, hast du das Richtige. Oder du löst das hier und dann weißt du, welches das Richtige ist. Schätze ich. Okay. Ich stahl eines anderen Brot, brach das 7. Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann, mein Grund, der geht dich gar nichts an. Irgendwas mit Stehlen und Brot. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich der Tugend wert, solange ich sage, mein Reichtum wert? Ja, der hat gestohlen und das ist jetzt das, was weitergeht. Okay. Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater, ein vertrautes Gesicht. Vergib mir, Kind, ich habe versagt, dich zu erretten vor der Qual, die dich plagt. Sie, dich ich liebte, die dich gebar, sie war ein Monster, es tut mir nahe. Das muss es nicht sein. Du brachst meine Beine, um mich zu schwächen? Nee. Wenn du es dennoch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Ich sehe, Giere brauche ich stehe, es ist das größte Glück der Seele. Nee. Die Wahrheit ist, ich zögerte nicht, als meine Klinge zerschnitt sein Gesicht. Nee, dann ist es das Erste. Er hat wahrscheinlich die Mutter umgebracht. Und dann wurde ihm das Kind weggenommen und er hat das Kind sich wiedergeholt. Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneide den Zaun gekonnt. Auf die Türen schnell herein, deine Schätze sind nun mein. Das könnte auch das andere gewesen sein. Nee, also das könnte das sein. Mutter, liebste Mutter, mein, deine Liebe war so rein. Warum, mein Sohn, sagtest du nur, als mein Messer in dich fuhr? Aber das war, glaube ich... Vergib mir, Kind, ich habe versagt, dich zu erretten vor der Qual, die dich plagt. Sie, die ich liebte, die dich gebar, sie war ein Monster, kann nicht das sein. Okay, der Sohn, der seine Mutter umbringt. Das Letzte. Ich wartete lange, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht, er bekam, was er verdiente, der elende Wicht. Ja, das muss das mit dem Zerschneiden sein. Wie weit es sich zögerte nicht, als meine Klinge zerschnitt sein Gesicht. Alright. Dann ist dieses, die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneide den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein, deine Schätze sind nun mein. Da passt das hier. Wenn du es dennoch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Ich sehe Giere, brauche Stehle. Es ist das größte Glück der Seele. Das eine mit dem Brot, das könnte auch Stehlen sein, das könnte genau das gleiche sein. Dann habe ich nur noch das und keine Ahnung, ob es stimmt. Woher sollen wir das auch wissen? Ja, keine Ahnung. Fuck. Das erste war das mit dem Brot. Ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Ah, nee, das ist klar.
Ich stahl eines anderen Brot, brach des siebten Gebot. Nun bin ich kein Gottesmann, mein Grund, der geht dich gar nichts an. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Okay, ich glaube, das könnte ich tauschen mit dem anderen Stehlen hier. Das hat auch was mit Stehlen zu tun, aber das scheint dann logischer zu sein. Oh. Stimmt. Stimmt. Und jetzt? Und jetzt? Ist jetzt eins zerfranst? Ich glaube, zerfranst ist nur übersetzt, dass man halt dieses Ende nimmt. Woher soll ich denn jetzt wissen, was... Sieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Das heißt, ich soll entscheiden, wer nicht sündigt ist. Also nicht, kein Tod verdient hat. Also du hast Nonnen angezündet. Du hast... Der sagt, dass er stiehlt, aber er mag das Stehlen. Du sagst... Der hat sein Kind wieder mitgenommen, nachdem er die Mutter gekillt hat. Aber er sagt, die Mutter war ein Monster. Der hat einfach einen Typen umgebracht. Hat seine Mutter umgebracht, auch. Also mein... Ich finde nicht unbedingt, dass man wegen Diebstahl gehängt werden soll. Aber sie sind noch nicht mal Reue. Sie zeigen nicht mal Reue. Bei der hier... Recht habt ihr, ich nahm das Kind. Floh mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater, ein vertrautes Gesicht. Vergib mir, Kind, ich habe versagt, dich zu erretten vor der Qual, die dich plagt. Sie, die ich liebte, die dich gebar, sie war ein Monster, es ist mir nun klar. Ich sag 3. Ich will nicht wieder runterfallen. Oh, andere Perspektive. Ich glaube, ich hab richtig. Fuck. Dein Ernst? Es war falsch? Das ist doch uncool. Moment, ich bin woanders. Das war richtig. Ich bin woanders. Oder ist es jedes Mal... Oder ist es jedes Mal... Oder ich lande jedes Mal woanders, auch wenn es falsch ist. Ich glaube, es war richtig. Vielleicht ist es ja auch das Verbrechen, dem ich schuldig bin, James. Ja. Dem geht's gut. Mein Albtraum. Es ist wieder Zeit zu springen. Jetzt besser gefunden, wenn du dich dann erhängst, also wenn du das quasi nimmst und es nicht reißt, dann hängt er da und ist Game Over und du musst es nochmal machen. Das hätte ich cooler gefunden, als quasi in so einen Pit zu landen, wo Monster sind. Aber es wäre auch sehr dark gewesen, weil es gäbe keinen Grund, dass er nicht einfach mit der Hand es testet. Warum sollte er seinen Kopf reintun? Das wäre schon sehr dumm von James, wenn er es mit seinem Kopf testet.
Aber das Spiel ist sowieso weird. Das wäre auch gegangen. Also ich hätte es jetzt nicht super unlogisch gefunden. Aber es wäre krass, dann hängt er so da und dann so, Game over, du hast das Falsche gewählt. Noch tiefer. Das war ein cooles Rätsel. Musste man viel lesen, musste man verstehen und so, das war cool. Die Frage ist auch, ob man jedes Mal einfach zu drei rennen kann. Oder ob man jedes Mal gucken muss, was das Richtige wäre. Jetzt reicht's aber, oder? Muni? Sechs Schüsse, das heißt, ich brauche mindestens sechs Schüsse, um jetzt den Gegner zu besiegen. Weil das kriegt man auf jeden Fall. Weiß ich, wo ich hingucken soll. Schön. Ich finde, sind wir einmal gestorben? Nee, ne? Wir sind einmal gestorben, aber es war nicht im Gefängnis. Oder? Ich finde, ich habe das ziemlich souverän gemeistert, das Gefängnis. Das meine ich. Es ist ein bisschen so wie der Silent Hills Teaser. In diesen Gängen sehr oft. Please. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No. Please. Ein Gemälde. Soll ich zurück? Shit.
Und die andere Waffe, Mann. Wie oft habe ich jetzt schon nach unten gedrückt? Jetzt. Bäh. Jetzt woanders her. Gewesen sein. Muss ich jetzt ein Bild suchen? GG, I doubt it. Ich komme nicht mehr dahin, wo sie ist. Die Tür ist weg. Das war wahrscheinlich da. Irgendwo hängt jetzt das Bild wahrscheinlich und das ist er dann. Daddy! So, hier ist ein neuer Bereich. Das sind die einfachen Sachen. Gute Nacht. Lore. Ich glaube, wir können uns vorstellen, was sie so erlebt hat.
Achtung, er steht jetzt irgendwo. Den Fernseher abschießen? Hallo! Oh Gott, ist ein winziger Raum. Lass mich jetzt nicht weitermachen, das ist ja, es reicht. Sich mal besiegen jetzt. Es reicht. Euch jetzt kurz auf die Folter. Ich bleib so stehen. Der böse Daddy wartet einfach auf mich. Aber er ist nicht schwer. Ich habe genug Munition. Ich kann ihn so krass fertig machen. Das Gewehr ist krass. Sehr klein der Raum ist hier. Bis zwei Personen fallen? Naja. Ja doch, das sind zwei. Nicht nochmal, ey. Das ist also. Es reicht. Dreimal reicht. Ich glaube, das sind beide Eltern und die Mutter ist auf seinem Rücken oder der Vater unterdrückt die Mutter. Keine Ahnung. Wie viel Schuss habe ich noch? Null. Okay, Schrotflinte. Noch 5 Schrotflinte, dann wird's nervig. Wie bin ich überhaupt von einem
einem Gefängnis jetzt in ein Familienhaus gekommen. Mit einem Lift 20 Stockwerke nach unten gefahren und dann bin ich in einem Familienhaus. Ich glaube, ich muss... Oh, nee. Ich sogar die Frame ist erschrocken, das stimmt, das habe ich auch bemerkt. Das reicht. Nicht mal mehr in ihr Zimmer. Oh krass. Jetzt bin ich wieder im Gefängnis. Crazy, das ist ein geiler Übergang gewesen. Jetzt bin ich wieder hier. Wie Layers of Fear mit diesen ganzen Räumen, die so verquer sind. Jetzt sind die Wände Fleisch. Haut. Da sei genug Munition. Wow. Das war's dann mit der guten Munition. Ich habe nur noch 8 Schuss, soll ich mich jetzt mit dir prügeln? Der eine Schlag war's? Oh mein Gott. Okay, Angela. It's okay. Calm down. Don't order me around. I'm not, I just... It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing.
It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela, I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. Your Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. I need to find my mama. I never. James? James, erinnerst du dich vielleicht nicht an ein paar Sachen, die du getan hast? Weißt du vielleicht auch nicht mehr, woran Mary gestorben ist? GG, der Gegner war sehr einfach. Er hat nur so viel Munition gefressen. Vielleicht war die Lösung einfach, einmal mit dem Kolben zuzuschlagen. Weil dann ist er draufgegangen. Muss ich den ganzen Weg zurückgehen? James ein Ferkel? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Es war schon echt viel Muni, die ich auf den geschossen habe. Vielleicht muss man den in den Zwischenphasen nur lang genug aufhalten und in der letzten Phase muss man Schaden machen, aber nee. Vielleicht hätte ich in den Zwischenphasen mit dem Knüppel schlagen sollen und dann am Ende mit Munition. Aber er war nicht schwer. Man konnte super einfach ausweichen und so. Keine Ahnung, was das ist. Ja, die ikonische Szene, die ist so geil. Maria? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But that thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me?
What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Das ist die Silent Hill 2 Szene, neben dem Anfang, wo er vorm Spiegel steht. Hallo. Ich glaube, wir können langsam vermuten, wer sie darstellen soll. Wen sie darstellen soll? Ich vermute es zumindest. That's new. Wow. Rock, chill. Okay. Wow. Da kann ich mich auch null erinnern. Ich glaube, das ist neu. Aber das war's für heute. Das muss reichen. Das war einiges. Wie viele Stunden haben wir jetzt? 14,5 Stunden. Wir sind, glaube ich, so 70% durch. Das Gefängnis war hardcore, Mann. Das Gefängnis war hardcore. Ich bin gut durchgekommen, aber es war hardcore, es war so anstrengend. So viele Viecher von der Decke runter, oh mein Gott. Hardcore. Ja, ich muss jetzt aufhören. Nicht nur, weil ich will, sondern weil ich morgen zum TÜV muss um 9 in der Früh. Und ich habe so keinen Bock, so Angst, dass sie Nein sagen. Aber hey, was man nicht tun muss als erwachsener Mensch. Vielen Dank fürs Dasein. Ich mag das Spiel sehr. Ich steigere mich da sehr rein. Ich kann doch einfach rennen. Aber es macht echt Spaß so. Ist echt mal wieder ein gutes Horrorspiel. Dankeschön fürs Dasein. Gute Nacht. Bis morgen.
Bussi,